Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Mann, ich mache diesen Fehler immer wieder, weil ich so viel dieses Spiel gespielt habe in letzter Zeit. Nein, Rome 2 Total War mit den Tachunern. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe die Folgen jetzt im Voraus aufgenommen, also ich kann leider noch nicht auf eure Antworten reagieren schnell genug, aber gut. Naja, wir haben schon ziemlich guten Fortschritt gemacht wieder. Beginnen jetzt den Krieg mit den Volski, nachdem wir den Hernikern zu Hilfe gerannt sind und den Römern jetzt ein Militärbündnis angeboten haben, damit Rom de facto unsere Provinz ist. Also theoretisch gesehen beherrschen wir jetzt die Provinz mit, glaube ich. Ich glaube, die wird dazu gezählt, oder? Schauen wir mal rein. Siegbedingungen. Wir haben jetzt 11 an der Zahl. 11 Siedlungen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Und hier haben wir nochmal... Oh, das sind die beiden. Gut. Ja, gut, dann eben noch nicht. Naja, was machen wir jetzt mit unserer Kohle? Wir könnten eine neue Armee bald ausheben. Was macht denn der hier? Kann ich 3 haben? Wir haben dort einen. Wir haben hier einen. Kann ich 3 Agenten haben? Ach, den habe ich geschenkt bekommen hier anscheinend, oder? Sehr gut, jetzt haben wir 3 Spione. Dann erkunden wir mit dir im Norden ein wenig, denn ich möchte wissen, was hier mit den Senonen passiert. Und ich möchte gut im Blick behalten, wie sehr meine Leute hier geschützt werden. Ne, wir sind nicht mit dem Velatran verbündet. Militärisch. So, ihr habt 3 Regionen und Rom hat eine. Doch, wird mitgezählt, okay. Also müssten wir eigentlich unter Siegbedingungen auch schon für Roma. Genau, haben wir. Perfekt. Also, da haben wir schon mal unser Ziel erreicht. Dann wollen wir mal die Runde beenden, würde ich sagen. Damit wir dann danach weitermachen können. Wo will denn der da hin? Der Held. Habe ich ihm irgendwie Bewegungsbefehl rein zufällig gegeben, letzte Runde? Ich meine eigentlich nicht. So, Frieden verhandelt. Hernica und Equa. Diese beiden Fraktionen haben ihre Streitigkeit begraben und den Kampf eingestellt. Munition und Getreide ist fertig. Super. Ein Kind ist geboren, Kyle Spedo. Illyrische Piraten. Eine illyrische Piratenflotte hat die Küsten von Sinus Venetus überfallen. Wir müssen uns wahrscheinlich früher oder später um sie kümmern. Ach gut, nicht so wichtig. Fraktion angetroffen, illyrische Piraten. Klient erschaffen. Gefällt mir nicht. Ist tot. Die Volski haben sie gekillt. Naja, können wir uns gleich im Latium. So, die illyrischen Piraten sind eine neue eigene Fraktion. Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur vielleicht beides? War alle 3 Sachen? Okay. Jetzt werden wir unseren Spion mehr dafür benutzt, um hier die ganzen Gegner im Auge zu behalten. Mit dir werden wir hier hinten noch weiter mehr herausfinden. Aber das ist gut, weil jetzt können wir uns darum kümmern, diese Region noch einzunehmen. Wobei, ich sehe hier ordentlich Power. Italienische Speerkämpfer, die sehen ja fast genauso aus wie iberische Speerkämpfer. Ach Mensch, warte mal, wieder ein bisschen faul, Creative Assembly. Auch hier die italischen Plänkler und italienischen Steinschütter sehen aus wie Iberer, bis auf die Klamotten, die sie zumindest hier tragen. Das ist nämlich eindeutig auch iberisch. Vom Stil her, naja. Okay. Attentat, Gemetzel, Agent verwundet. 45%ige Chance. Fällt mir auch nicht. 9%ig. Siedlungssabotage 50%. Vielleicht klappt das ja auch hier. Gescheitert. Mist. Wir können eine neue Forschung jetzt machen, da ich das jetzt hier mit zum Getreide haben. Überfahren, plündern. Mach mal Logistik. Bewegungsreichweite ist immer gut. Okay. Dann wollen wir mal. Mit dir werden wir die Stadt belagern. Ui.
Ist ja jetzt schon so einfach. So. Ein feiner Schlag bist du noch nicht mit dabei. Jetzt aber. Verluste also nahezu keine. Das ist gut. Mal kurz gucken. Wir belagern nochmal kurz. Wir wissen, was er jetzt hier drin hat. Das ist ein Gebäude, mit dem ich nichts anfangen kann. Gut. Also muss ich niederreißen. Dann wollen wir mal. Tja, Anzium ist weg. Und Anzium werden wir niederreißen. So, du bist aufgestiegen. Ist auch schon eine große Lagerforschung. Was haben wir jetzt hier für Fähigkeiten? Zügellose Krieger. Höhere Nahkampfabwehr für alle leichten und sehr leichten Infanterieeinheiten. Unbezwingbare Infanterie. Was haben wir später? Nee. Der macht die Truppen stark. Der gibt uns Moral gegen barbarische Stämme. Ist auch nicht so wichtig. Also gehen wir lieber mal auf große Lagergefolgschaft Stufe 2. Das kann immer nicht schaden, wenn wir ein bisschen schneller sind im wieder aufsteigen. So. Du hast die nächste Stufe und du kriegst jetzt hier den Soldat. Der lohnt sich hier. Okay, wir gehen mit dir mal in eine Befestigung mit rein. Ganz einfach. Ich will sowieso jetzt nicht weiter offensiv gehen. Ich möchte mit beiden Armeen zusammen das machen. Deswegen müssten wir da sowieso warten. Okay, dann können wir hier... Garnison... Mein Gott, das ist eine beschissene Garnison, Leute. Absolut beschissen. Wie sieht's denn hier aus? Wie viel macht denn hier... Du machst eine Menge aus. Okay. Gut. Ja, die sind aber auch nicht wirklich größer. Doch, sie sind größer. Wenn jedes Mal ein bisschen größer. Naja. Okay. Fangen wir mal an. Wenn wir eine Garnison haben wollen, müssen wir hier eine kleine Spura bauen. Juhu. Und hier. Der Hafen muss auch repariert werden. Bauen wir mit dir ein Prüfgeländer. Mit dir machen wir Randgebiete. Nun gut. Dann werden wir hier drüben lieber die Zufriedenheit weiter hochheben erstmal. Unser Spion hier oben, den können wir weiter schicken. Den schicken wir nach Norden. Wie sieht's aus? Ist da eigentlich schon Krieg zwischen denen? Nein, noch nicht. Fisul hat wieder eine weitere Region. Die schaffen es immer wieder, ey. Immer wieder. Irgendwie zu überleben. Naja. Gut. So, Gipfeltreffen abhalten. Lass die einflussreichen Persönlichkeiten des 12.000. Bündsten 1080 bräuchte ich, dafür habe ich nicht mehr. Nicht weiter relevant gerade. Beenden wir mal die Runde. Jetzt gerade ist es nicht weiter relevant. Kodon. Militärisch hat Zugang. Die Rasna haben schon Kunst geschaffen, als andere Völker sich noch im Schlamm suhlten. Unser Wort hat Gesicht. Ich möchte aber noch. Gar nicht eigentlich. Na komm. Es kann nicht schaden. Mittlerweile. Jetzt fängt so der Punkt an, wo man das machen kann. Dass wir dann aus Seenruhig mal nach Norden marschieren können. Bevor wir es später noch alles machen müssen, haben wir es lieber jetzt. So, was wir ja machen? Bestechen? Okay, er haut ab mit seiner Armee. Zieht sich eher in sein Kernland zurück. Bestechungsversuch. Einem gegnerischen Würdenträger ist es nicht gelungen, eure Armeen zu bestechen. Rang erhöht. So. Ab Rang 4 kann ich erst hier ran. Geben wir dir mal Philosoph Stufe 2. Besorgt Bevölkerung in Latium. Ja, aber hier ist sie eigentlich noch ganz zufrieden. Unzufriedene Bevölkerung in Vey. Das wird besser. Baubericht. Ja, Bündnis erschlossen. Ligurien und Boja. Also im Norden bildet sich auch ein starkes Bündnis gerade.
Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um hier reinzuhauen. Bekomme hier nichts von. Da bekomme ich ja wie viel? 3 italische Söldnerschwertkämpfer. Ja. Die kleine Spur kostet aber auch zu viel. 6.000 einfach mal. Fuck. 6.000. Ja, aber es dreht sich auch alles um dieses Gebäude eigentlich. In der Kampagne. So. Dann wollen wir mal. Und gehen jetzt rüber gleich auf die nächste Region. Und das würde ich schon fast jetzt eine gewöhnliche Schlacht ausarten lassen. Um die Verluste zu reduzieren. So, sabotieren wir mal diese Armee hier. Verwundet, nein, Mist. Du kannst aber auch weiter sabotieren hier. Überfall erfolgreich, Rang aufgestiegen, super. Machen wir das nochmal. Mit dir rücken wir jetzt hier mal nach. So, da bist du auch schon mit zur Hilfe. Ich will, dass meine Armee von der Stadt auch noch mithelfen könnte im Ernstfall. Sie machen wir hier dicht, weil hier drüben ist schwierig mit durchkommen. Also er könnte hier durch. Achso, sich alles verlängern. Würde alles länger dauern. Na gut, dann wollen wir mal einfach jetzt die Schlacht schlagen. Wir kriegen Support, das ist geil. Automatisch wären wir bei wie viel? 90% ausgerechnet. Ich guck mal, dass ich mehr rauskriege. Er hat hauptsächlich Söhne Vetes. Also 3 Plänkler hat er. Er hat 5 Plänkler und ein bisschen gut. Wollen wir mal ein bisschen schnell in die Garnisonsstadt rein oder wir schnappen uns natürlich die Unterstützung zuerst. Das wäre eigentlich sogar die schlauere Idee. Weil ist der weg, der Typ hier. Medullinus Licinus. Licinus. Dann wollen wir mal rauf in die rein in die Schlacht. Dann können wir uns darum kümmern. Der Feind begibt sich zum Kampf aufs offene Feld hinaus. Na gut. Kann ich mit leben. Die Unterstützung kann ich aber nicht wirklich kriegen gerade. Es wird schwierig. Glaube ich persönlich. Weil ich glaube, die Soldaten sind dahinter irgendwo. Hinter den feindlichen. Ah, wir haben einen Hügel hier noch dazu. Nicht gut. Hier wird die Verstärkung irgendwo kommen. Also müssen wir hier schnell rauf. Euch dahinter. Ihr geht nach links. Ihr nach rechts. Ihr seid die Support-Einheiten. Und ihr seid die Kaff. Gut. Los geht's. Und die Kaff auch schnell rauf hier. Und da kommt unser Support. Oh, bei uns hier. Super. Perfekt. Schnell hier rüber. 3, dann nach dort. Die 4 nach hier. 5 schicken wir hier rüber, weil hier mehr Druck drauf ist. Und die Kaff kommt nach hier. Ihr seid die 7 dann. Bringen wir euch nach da. Schon mal anfangen. Und die Steinschau, die 8, euch dann nach hier. So, jetzt geht's los. Rauf da. So, hier drüben aber schnell die Axtkämpfer. Einmal bitte nach hinten mehr. Hier rauf, da durch, da lang. Die 6 war das, du kommst hier bitte lang. Oh, ich schicke mich mit rüber. Das ist ein sehr verklumpter Kampf hier. Schießt mal bitte fleißig drauf. Dich schick mal jetzt hier lang lieber. Und dich hier rüber. So, darauf bitte. Perfekt. Einmal hier lang mit dir. Mit dir nach hier drüben. Super, guck dich das an. Wir kriegen alle auf einmal. Perfekt. Mit dir. Oh, da werden wir gleich gefangen dann, wenn wir da reingehen. Oh, oh, euch wieder zurück bitte. Einmal nach hier bitte. Und dich hier rum. So, kommen die Support-Armeeheiten. Ja, sie kommen dazu. Euch bewegen wir auch mal bitte vorwärts. Schnell. So. Kämpfst bitte weiter hier.
Du gehst hier rauf und du hier rauf. Was haben wir jetzt hier drüben? Plänkler. Schieß mal darauf, bitte. Euch bald nochmal zum Support da zurück. Die Steinschütter, das sind die. Ach, die brauchen wir jetzt schnell. Wir müssen hier schnell fernhalten, die Soldaten. Perfekt. Einmal hier rauf, bitte nochmal. Damit die auch fliehen. Der Kampf wird hier wahrscheinlich gewonnen. Wenn wir uns das mal genauer ansehen. Ja, die etruskische Achsenfahrt, die macht das Ding locker klar. Aber hier drüben muss jetzt Druck drauf. Ah, komitalische Schwertkämpfer. Will ich lieber meine etruskischen drauf haben. Mal bitte so aufstellen hier. Super, der Eintrupp ist tot. Da schießt ein Steinschütter hinten. Rauf da mit dir. Du gehst hier rum und du hier lang. Super, die Kaff kann kommen. Perfekt. Und du kommst hier lang, bitte. Wo haben wir die 7? Da. Euch schicken wir schnell hier rüber. Ja, du musst jetzt hier mitkämpfen. Du kannst jetzt hier hochgehen. Schießt bitte schön weiter. Ihr kommt mal ein bisschen weiter hier rüber. Da hinten kommt der Gen erst. Na gut, da haben wir noch Zeit. So, dann schicken wir euch mal jetzt hier rum. Wir müssen jetzt ziemlich helfen, die Infanterie von der Seite aus zu beballern. Dann geht man eh lieber hier lang. Wäre doch hilfreicher. Wie sieht's da unten aus mit dem Gemetzel? Oh shit, da ist was freigekommen. Hier auch einer raus. Rauf da bitte auf den da. Oh, das ist ein Söldner-Veteran. Die sind schon ein bisschen besser. Aber den Kampf sollten wir doch ziemlich eindeutig gewinnen, glaube ich. Schicken wir euch weiter vorwärts, bitte. Shit. Raus hier mit dir, Kumpel. Und da rauf mit dir. Und du gehst jetzt hier wieder rüber. Und du schießt jetzt hier mit auf den Gen rauf. So, ihr könnt hier mit rauf. Perfekt. Einen schönen Charge hier reinsetzen und der Sieg ist dann drin. Gegen die Einheiten. Pang. Guckt euch das mal an hier. Auch wieder raus mit dir, bitte. Jetzt wankt alles. Super. Euch wieder hier rauf, bitte. So, du gehst wieder raus hier. Ihr kämpft weiter und du gehst nach hier. Die Äxte von mir sind fast down, ey. Fuck it. Super, Kampf gewonnen. Was sind das hier eigentlich für Truppen? Das ist der... Ach, die Garnison. Gut, ja. Das andere ist hier drüben wahrscheinlich der Gendern. Nee, doch nicht. Aber gut. Rauf da. Das war ein Gemetzel. Dann schick mich mal hier bitte drauf. Geht bitte raus der Schusslinie hier. Oh, noch 3 Leute haben überlebt von den Reitern hier. Nicht gut. So, dann schicke ich mich nach hier drüben. Wobei, die sind ja sowieso tot, wenn wir gewonnen haben hier. So, einmal bitte nach da, weil bis die ankommen, haben wir noch Zeit, darüber zu rennen. Ich habe bestimmt noch irgendwo Kaff bereit, oder? Hier, Jen. Schnapp sie dir. Was ist das für ein Trupp überhaupt? Einheimische, volskische Speerkämpfer. Na? Das ist der Anführer, italische Speerkämpfer-Veteranen. Da haben wir sie. Und weg mit denen. Super. Einfach nur Nahkampf drauf, reicht schon. Was haben wir da hinten eigentlich? Steinschütter, ja gut. Scheiß drauf. So, die sind geflohen, dann können wir jetzt aber auch den Kampf gleich beenden, oder? Na komm, die sammeln wir noch hier schnell mit ein. Super. Und gleich sind sie weg. Tada. 20 Mann noch. Super. Dann beenden wir das Gefecht und haben jetzt damit auch den Sieg für diese Stadt erreicht. Und wir haben Tatsache so um die 10% verloren. Ein bisschen mehr. Aber um die 10% haben wir wirklich verloren. Ich würde sagen, 6% haben wir verloren. 6. 11. 11 oder 12. So in die Richtung. Ich glaube 12 eher. Ja, doch. Naja, immerhin sind wir nah rangekommen. Die Kaffee hat gelitten hier mit 216 Kills. Schade. Wirklich schade, hätte ich noch gebraucht, den Trupp. Für später. Naja, gut. Wir haben ja noch 2.
Und können dann damit weiterkämpfen gegen die Volska oder Volski. Die Armee hat also noch überlebt hier. Gut. So, besetzen bringt mir nichts. Wir werden die niederreißen, die Stadt. Wieder mal. So, die helfen sich gegenseitig, für, egal was passiert. Damit haben wir zumindest hier erstmal Absicherung. Auch hier wieder auf dieselben Sachen rauf. Vom Bauen her. Aber es ist gut, die sind schon ziemlich zurückgeschlagen, die Leute. Haben die irgendein Bündnis? Nee, haben sie nicht, die haben nur Feinde. Frieden finden sie gut, werden wir aber nicht machen. Warte, wir haben noch jemanden, der uns wohlgesonnen ist, mir gerade aufgefallen. Und nicht mit uns handelt. Hier, die Umbra. Willkommen. Eure Anwesenheit und eure Worte sind für uns. Die haben... Leder ist das hier. Okay, gut. Machen wir das so. Perfekt. Neues Handelsabkommen ist immer gut. Und die Sabina? Die glaube ich nicht. Wer ist denn das hier? Pikena. Wir werden wahrscheinlich hier hinten. Obwohl, ja, da. Pikenium. Da werden sie liegen. Okay, dann wollen wir mal gucken, was denn noch offen bleibt. Haben wir irgendwelche Ereignisnachrichten hier? Siedlung erobert, Siedlung nachgelassen, Rang erhöht, Glattav. Hat man schon, gut. So, du kannst noch bewegt werden, aber das wollen wir nicht. Du kannst auch bewegt werden. Die Marokkiner haben wir hier und hier haben die Pikener. Guck, was wir hier so alles finden. Na, ja, da will ich nicht hin. Bisschen was erkunden von der Welt schadet da in der Hinsicht nicht. So, was bleibt denn noch offen? Lard Lenasa. Nein, das kann ich nicht tun. Gibt es noch weitere? Sabotieren wir hier drüben und üben erstmal ein bisschen wieder. Okay. Tite Haspnas. Pusht natürlich hier weiter noch. Und Aruntus Bitu sorgt weiter für Kohle, selbstverständlich. Na gut. Kohle haben wir 2800. Wie teuer ist denn der Hafen? Nicht viel, dann holen wir den schon mal her. Und dich reparieren wir erstmal. Haben wir Frigalae noch eventuell mal als defensive Hochburg. Gut, aber... Zwei Regionen haben die noch, die Volski. Und hier, die ist wichtig für uns, wegen dem Wein. Oh, minus 37. Beenden wir mal die Runde. Karthago. Ach ja. Da kommen die Volski wieder. Ah, der will wieder bestechen. Das gefällt mir nicht. Wenn die weg ist, habe ich ein Problem. Belagert er mich. Er hat ihn bestochen. Shit. Ein meiner besten Kommandanten. Ich kann aber nichts dagegen machen. Dann fliehen wir lieber schnell wieder. Aber er greift wieder an. Lol. Ja, lol. Das gewinnen wir schon so. Pyrrhus-Sieg. Was hat denn der hier für Truppen drin? Ganz viele Plänkler. Muss ich mit der Kaff raus. Er hat aber keine Kaff. Sehr gut. Ja, dann kriegen wir die relativ einfach. Die Infanterie. Hier haben wir die völkischen Söldnerveteranen. Wisst ihr was? Dann machen wir Schluss für heute. Das machen wir in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns dann darum. Also nächste Woche Montag wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare dazu rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit den Tachunern. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.